Der Himmel über Berlin 1986, 87 gedreht, ist in mehrerlei Hinsicht ein radikaler Film. Er ist einerseits radikal in seiner Kritik der Rationalität. Oder? Er ist so radikal, wie ein Gedicht radikal sein kann. Und der Film ist wie ein Gedicht entstanden. Ohne Drehbuch. Sehr oft von einem auf den anderen Tag. Völlig aus dem Bauch raus, also überhaupt nicht mit dem Kopf. Überhaupt nicht rational entstanden. Zu keinem Zeitpunkt wusste ich eigentlich, was das für letzten Endes für ein Film wird. Es ist wirklich wie eine Arbeit an einem Gedicht. Man arbeitet an einem Wort, an einer Zeile, an einem Reim und guckt hinterher, was, wie sieht's aus, was heißt es. Und das Gedicht sagte immer was anderes als das, was die Einzelteile eigentlich aussagen wollen. Und genauso war das mit dem Film auch. Es war wirklich eine Art Blindflug ohne Instrumente. Und dann sind wir bloß wieder glücklich gelandet und haben uns sozusagen auf der Karte angeguckt, wo waren wir eigentlich. Er ist radikal auch darin, dass alles, was im Bild opulent wirkt, letztlich Verweis auf nicht abbildbares, auf unsichtbares sogar ist. Das hat er wiederum mit Gedichten gemeint. Gedichte können ja Unsichtbares beschreiben, können auch das sagen, was eigentlich nicht gesagt werden kann. Das Gedichte sind ja die Form, wo man das zur Sprache bringen kann, was man nicht erzählen kann. Und genau das hat eigentlich der Film machen wollen von Anfang an. Er wollte das Unsichtbare beschreiben. Er handelt ja vom Unsichtbaren. Und er erzählt eigentlich das, was man eigentlich in Filmen gar nicht erzählen kann. Das, den Mut dazu verdanke ich dem Rilke. Und einer einjährigen Lektüre, nachdem ich aus Amerika zurückgekommen bin, ich habe bei Paris Texas in Berlin geschnitten, durfte ja endlich heimkehren mit diesem Film Paris Texas sozusagen, habe ihn in Berlin geschnitten und in der Zeit jeden Tag eigentlich ganz religiös dieses dicke Reklambändchen mit dem gesammelten Rilke neben dem Bett gehabt und jeden Abend ein Gedicht gelesen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich nach 8 Jahren in Amerika einer geworden war, der immer wieder nach deutschen Worten suchen musste und immer wieder zwischendurch schon so Englisch geredet hat, wie das so Leute machen, die dann so lange weg sind. Ne? Und ich habe mir gedacht, das darf mir nicht passieren, dass ich meine eigene Sprache verliere und habe mich also irgendwie willentlich gezwungen. Ich lese das, was ich in der Sprache, in der deutschen Sprache am schönsten finde, jetzt regelmäßig jeden Tag. Das war dann der Rilke. Und eigentlich das so als Therapie, um des Deutschen wieder mächtig zu werden. Und die Rilke-Gedichte sind ja, handeln ja von sehr viel von Unsichtbaren. Da wird ja alles erzählt, was man weder in Filmen noch in Romanen eigentlich erzählen kann. Und der Mut zu Himmel über Berlin kommt aus diesem Reklambändchen. Wobei man bei Rilke, wenn er einen Engel erwähnt, immer noch denken kann, es ist eine Chiffre, mit der irgendetwas gemeint ist. In dem Augenblick, wo der Engel auf einer Kirche steht, ist er ein realer Engel. Und das ist zunächst mal doch als Idee eine gefährliche Idee, oder nicht? Es könnte kitschig sein, es könnte dubios werden. So, ich muss auch ehrlich sagen, beim Drehen mitten im Film habe ich manchmal abends gesagt, was mache ich eigentlich? Bin ich denn wahnsinnig? Ich mache hier einen Film mit Engeln, das darf doch eigentlich gar nicht wahr sein. Wir haben auch die erste Woche gedreht, ohne dass die je vorgekommen sind, weil ich habe mich nicht getraut. Ich wusste einfach nicht, wie die aussehen sollten. Otto und Bruno kamen an ein Set und wir haben ihnen alles Mögliche übergetan. Lange wallende Gewänder, Rüstungen, wir haben tolle Rüstungen herstellen lassen. All das, was man so aus Engelsabbildung kennt, haben wir jeden Tag getestet. Und in der Zeit eine Woche lang alles Mögliche gedreht, um zumindest drehen zu können. Und haben zum Beispiel all diese Szenen gedreht mit Kindern, die am Anfang des Films vorkommen. Und haben deswegen immer die Situation gehabt, dass Otto und Bruno in einem neuen Look mit Perücke oder mit zum Set kamen, wir haben sie gedreht und dann gab es immer Kinder, weil mit denen haben wir tatsächlich gedreht.
Und je nachdem, wie die Kinder reagiert haben, wusste ich immer, es war völliger Käse oder vielleicht waren wir der Sache schon ein bisschen näher. Und wenn die also in Lachen ausgebrochen sind, wenn Otto oder Bruno erschienen in einem neuen Kostüm, wusste ich, also das können wir nicht machen. Und bis wir schließlich eigentlich auf alles verzichtet haben, auf die Rüstung, auf die Gewänder, auf die langen Haare, all das haben wir schließlich weggelassen und eigentlich aus Verzweiflung uns auf die langen Mäntel und die kleinen Zöpfe bezogen, die ja dann, aber erst nach dem Film, glaube ich, so eine Art Markenzeichen für alle möglichen Intellektuellen geworden sind. Die gerne Engel werden wollten. Ja, vielleicht. Nicht wegen der Engel, aber weil der Film eigentlich sagt, das, was es sich lohnt zu wissen, ist jenseits dessen, was wir über Informationsvermittlung, wissenswert über die Welt finden, weil er eigentlich expansiv denkt über Glauben, über Ahnen, über Fühlen, über Metaphysisches nachdenkt, ist es in der Quintessenz ein religiöser Film, oder? Ganz bestimmt. Ich meine, sich dem Unsichtbaren zu widmen und letzten Endes auch an das Unsichtbare fest zu glauben, ist schon religiös. Auch wenn der Film, sagen wir als Ansatz, nicht unbedingt ein christlicher Film ist. Er ist zwar religiös, aber sozusagen amorph religiös, indem er sich an das Unsichtbare wendet. Auch die Definition von Engeln für mich war eigentlich keine christliche. Als wir Himmel über Berlin gemacht haben, für mich waren die Engel eher Metaphern. Und wenn ich es so benennen muss, war die Metapher, der Engel ist das in uns, was wir uns von unserer eigenen Kindheit erhalten haben. Also man tut ja oft so, als ob das Kind, was man mal war, als ob das nichts mit einem zu tun hätte, als ob das eine andere Person gewesen wäre. Ne? Aber wir sind natürlich dieselbe Person, die wir als Kind waren. Und ich wollte eigentlich mit diesen Engeln nur Männer, wenn ihr zur Sprache bringen, dass wir mit diesem Kind, was wir mal waren, auch durchaus noch in Kontakt sein können. Und dass, wenn wir dieses Kind in uns walten lassen, dass wir sozusagen in Kontakt mit dem Engel in uns sind. Wir hatten auch ganz enorme Probleme am Anfang. Zum Beispiel am ersten Drehtag, als wir dann tatsächlich Bruno und Otto in den langen Mäntel in die Welt geschickt haben, hat es dann natürlich geregnet und gewindet, sodass also auf den Mänteln Regentropfen zu sehen waren. Und dann war die Frage, darf das sein? Darf es auf Engel regnen und dürfen sich die Haare im Wind oder müssen die nicht einfach von Gewalten, sozusagen von den Naturgewalten unberührbar sein? Mitten in einer Szene hat Otto also gesagt, Wim, ich glaube, das können wir gar nicht weiterdrehen. Ich bin ja nass, ich darf doch als Engel nicht nass werden. Dabei wird der Mensch und damit kann er dann irgendwann auch nass werden. Der Film ist radikal auch darin, dass er, glaube ich, die bis daher entschiedenste Abwertung vom Erzählen klassischer Art in deinem Werk darstellt. Insofern, als er sich über eine lange Zeit eigentlich in Bildern, in poetischen Einheiten, in kleinen Monaden artikuliert, aber nicht im Ansatz einer Geschichte, die irgendwo landen wird. Hatten wir auch nicht. Und da muss man natürlich sagen, dass der Film davor, Paris, Texas, eine riesige Bürde für mich war, weil ja alle Welt erwartet hat, jetzt mach bitte noch mal sowas. Jetzt hast du endlich mal was gerade auserzählt, jetzt kannst du das ja, jetzt mach das bitte wieder. Und das Letzte, was ich machen wollte, war, das einzulösen. Also so eine geradlinige Geschichte, so schön es gewesen war, aber weil diese Erwartung so von aller Welt kam, jetzt kann der Wenders endlich richtig erzählen, jetzt soll er es da bitte weitermachen. Das Letzte, was ich gemacht hätte, wäre noch mal so geradeaus erzählt. Und wenn ich überhaupt jemals wirklich was in Meandern gemacht habe, war es ja der Himmel über Berlin, der eigentlich gar keine Geschichte hat, wenn man so will. Geradeaus erzählen war nicht drin, weil wir gar kein Drehbuch hatten und letzten Endes auch gar keine Geschichte. Es gab den Plan, ich hatte so eine große Wand im Büro, die war in der Mitte unterteilt mit einem Faden und auf der linken Seite waren ganz viele Szenen, aber immer nur so als Kärtchen. Die könnten das machen, die Engel könnten das machen und das machen und das machen. Also Szenenvorschläge und auf der rechten Seite waren die Szenenvorschläge, was könnte alles passieren, nachdem sie Mensch geworden sind. Und rechts waren genauso viele Ideen wie links. Und dann haben wir angefangen zu drehen und natürlich chronologisch.
Also in der Zeit, in der sie noch Engel waren. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir uns da völlig verloren haben. Und nachdem wir eigentlich unser ganzes Budget erschöpft hatten und unsere Zeit, waren wir immer noch nicht an der Mitte. Also war einfach so schön mit denen. Und dann hatten wir schließlich noch eine Woche und konnten in einer Woche noch mal ganz schnell irgendwie auf die andere Hälfte rüber und auch da was rauspicken. Aber eine Geschichte war das trotzdem nicht. Ich habe eigentlich abends mit der Claire Denis, meiner Assistentin, immer da vor der Wand gestanden und gesagt, morgen könnten wir das drehen oder wir könnten das drehen. Oder auch das haben wir noch nicht versucht. Also eigentlich nur ausschöpfen, was man mit den Engeln alles erzählen kann. Und darüber hin, und wie gesagt, über die Geschichte, die Gradlinie, die dahin führen würde, dass er jetzt der Mensch wird und die Marion trifft, da sind wir nie zu gekommen. Eigentlich hat der Film wirklich nur Szenen gehabt. Und das heißt im Grunde auch, dass handgestext monologisch geschrieben werden musste, ohne dass der genau wusste, wie diese Monologe verarbeitet würden. Der Peter hat ungefähr 10 Texte geschrieben für den Film. Monologische Texte, ohne zu wissen, wo sie eigentlich Verwendung finden würden. Also wir hatten uns Szenen ausgedacht und haben dann Peter gesagt, ja, das kann ich nicht, das könnt ihr schreiben, das mache ich. Also ich schreibe dir diese Sachen, aber ich schreibe dir nicht ein Drehbuch. Und das Drehbuch habe ich also sozusagen mir aus den Fingern gesogen und wir haben also ganz viel erfunden und uns dann immer zu so einer Insel hin bewegt. Das nächste Eiland war wieder so ein Monolog von Peter. Und wenn wir da hinrudern würden und irgendwie dann da ankämen, dann war wieder für eine Weile Land unter den Füßen. Und dann mussten wir von da wieder zur nächsten Insel starten. Da muss man immer wieder hinkommen, wie gesagt. Und das alles zwischendurch habe ich also selbst geschrieben. Und wenn wir dann wieder auf so einem Drehtag waren, wo es einen Text von Peter gab, dann war das wieder so ein ganz beruhigendes Gefühl. Jetzt konnte man sich mal wieder ein bisschen ausruhen und hatten diese wunderschönen Texte vom Handke, die der Peter geschrieben hatte, ins Blaue hinein. Ohne eine Struktur, die das aufgefangen hätte. War der hohe Ton der Texte von Handke etwas, was du selber so beabsichtigt gewünscht hast, oder hast du versucht, das zu drosseln? Doch, ich fand den hohen Ton von Peters Texten angemessen, den Rollen gegenüber. Nicht nur den beiden Engeln, sondern gerade auch dem Homer gegenüber, also der Figur, die der alte Kurt Bois gespielt hat. So eine Rolle, sozusagen der ewige Erzähler, das ging nicht mit aller Weltstexten. Ne? Und auch die Engel mussten ja irgendeine Sprache haben, die anders war als unsere. Ne? Und ich war nicht sehr einverstanden mit dem, was Peter mir geschenkt hat. Dieser Schatz, den es da gab, diese 10 Szenen von Peter, habe mich auf der anderen Seite bemüht, in dem Drumherum, also in der Zirkusgeschichte und in dem Zirkusklima und all dem, was es sonst gibt drumherum, diesen hohen Ton zu brechen und meinerseits gar nicht versucht, da hochzukommen, sondern alles drumherum war wesentlich profaner. Gerade unser Peter Falk, ich wollte gerade sagen, der war auf seinem eigenen Trip. Und ich fand es auch ganz schön, dass drumherum diese Zirkuswelt und diese Kinowelt, die ist da alles so, all diese verschiedenen Welten, in die der Film hereingeht, dass die auf der Erde geblieben sind und auf dem Boden geblieben sind. Und ich fand dieses Nebeneinandergesetzte von so verschiedenen Tönen ganz gut. Und Peter Falk dreht einen Nazi-Film innerhalb des Filmes. Und die Bad Seeds treten auf mit Nick Cave. Also das Gefälle ist schon extrem, was zwischen den sehr weltlichen und den sehr unweltlichen Elementen des Films besteht. Genau, manchmal war es ein bisschen bedrohlich und manchmal war dieses nächtliche Auf- und Abgehen vor der Wand mit all dem, was man hätte machen können. Wir haben ja nur ein Drittel von dem, was an der Wand stand, gemacht. Ne? Wir hätten 10-Stunden-Film machen können mit dem Ideenmaterial, was da auf all den Zetteln stand, weil mit so Engeln konnte man ja unglaublich viel machen. Also wir sind eigentlich jeden Tag darauf gekommen, was man noch alles hätte sonst noch machen können, weil die sind ja unerschöpfliche Quellen von Fantasie gewesen. Aber manchmal war es beängstigend, wie kriegt man das jetzt alles in einen Hut? Und
all das, was ich in dieser über diese Stadt erzählen wollte. Unter anderem sollte Nick Cave, das war ja auch ein Underground-Held in Berlin zu der Zeit, der Grunge-Held überhaupt, all das in einen Hut zu kriegen. Und ich glaube, dass es funktioniert hat aufgrund eines Mannes, der letzten Endes den Film mehr beeinflusst hat, als man ihm je Credit gegeben hat, das ist der Henri Alecon. Dadurch, dass all diese verschiedenen Ebenen, der Zirkus, der Peter Falk, die Engel, die Stadt Berlin, die Bibliothek, all diese, die Konzerte, all diese völlig verschiedenen Sachen, die man gar nicht sonst sich in einem Film hätte zusammengewürfelt vorstellen können, dadurch, dass sie alle von diesem Henri Alecon, diesem unglaublichen Altmeister und Lichtmagier gesehen worden waren, waren plötzlich diese unterschiedlichen Qualitäten, das war okay, mit denen weiterzumachen, die gegeneinander zu setzen, weil der Henri hat all dem, was da passiert ist in dem Film, einen Stempel aufgedrückt und hat so viel Luft überall reingebracht und das hatte alles so ein bisschen was von alten Postkarten. Und auch wenn es der Nick Cave war und eigentlich von seinen Texten her und von dem Klima seiner Konzerte, das überhaupt nichts mit allem anderen zu tun hatte, war in dem Moment, wo der Henri sein Licht gemacht hat, war auch der Nick Cave vorstellbar in diesem Film. Hätte der Film nicht auch ein Stummfilm sein können? Der Film hätte insofern ein Stummfilm sein können, als der Henri ein Stummfilm Licht gemacht hat. Und insofern, als die Bilder so stark sind, dass man manchmal denkt, sie brauchen den Text nicht. Oder sie. Ja. Das ist ja auch fast ein bisschen so gewesen, obwohl in dem Film enorm viel Text vorkommt, kann man eigentlich allen Text als Musik sehen. Wenn man so will, sind auch all diese Stimmen, die Engel hören, es ist eine Musik. Ich finde auch nach wie vor, dass das allerschönste Musikinstrument, was jemals erfunden worden ist, die menschliche Stimme ist. Und Stimmen kommen ja auch als Musik vor. Der Jürgen Knieper hat ja auch mit Stimmen komponiert und hat ja eigentlich auch symphonische Musik für Stimmen geschrieben. Und letzten Endes ist der ganze Film eigentlich ein Stummfilm, weil die Stimmen, obwohl sie sehr viel Bedeutung tragen, letzten Endes muss man den Bedeutungen nicht folgen. Man kann auch den Film einfach nur als Musik hören. Und er funktioniert trotzdem noch. Er ist vielfach verstanden worden als eine große Liebeserklärung an Berlin. Nun ist die Vorgeschichte des Films eigentlich die, dass Gott nach dem Zweiten Weltkrieg sich von der Welt zurückzieht und die widersprechenden Engel nach Berlin, nämlich den entsetzlichsten Ort, verbannt. Die Voraussetzung war also, dass Berlin ein Ort der Not, des Elends, der Teilung, des Zwiespalts ist. Hast du für dich selber eine Vereinbarung zwischen beiden gefunden, nämlich der Liebe zu Berlin, die nicht immer so bestand, und der Prägnanz, mit der es auch als Ort der Teilung da noch einmal zwei Jahre vor der Vereinigung beschrieben wird? Ich habe wirklich versucht, mit diesem Film in diese Stadt einzudringen. Gerade in der Zeit der Vorbereitung, in der Zeit, in der ich viel durch Berlin rumgefahren bin, mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß rumgewandert bin und gedacht habe, wie kann man diese Stadt erzählen? Also wie kann man dieser unglaublichen Stadt und dieser einzigartigen Stadt in einem Film irgendwie beikommen? Wie kann man sozusagen diesen ganzen Himmel über dieser Stadt erzählen? Und bevor ich die Engel hatte, über die das dann endlich wunderbar ging, habe ich an andere Leute gedacht, an Taxifahrer und an Feuerwehrmänner, Briefträger. Irgendwie musste man ja Figuren haben, über die man alles Mögliche in der Stadt erzählen konnte. Und erst als ich dann die Idee mit den Engeln hatte, war dann gewährleistet, dass man in alle Facetten der Stadt hinein könnte und auch in die Geschichte der Stadt hinein konnte. Ich habe Berlin zum ersten Mal gesehen als Schüler aus dem Westen, so als Abiturklasse. Das war 61. Bis dahin war für mich Berlin eine absolut mythische Stadt. Ich kannte die Bilder, ich weiß genau, die Bilder gesehen von den Amerikanern, wie sie nach die Russen, die in die Stadt gekommen sind, die Amerikaner. Die Stadt war für mich ein absolutes Rätsel. Und auch als ich dann als Schüler endlich mal hier angekommen bin,
bin ich eine Woche rumgestolpert, habe auch nichts mitgemacht, was die sonst gemacht haben in der Klasse, habe mich immer absentiert und habe die Stadt auf eigene Faust so kennengelernt und war völlig von den Socken. Habe so eine Stadt noch nie gedacht, dass es sowas überhaupt geben könnte. So viel Gegensätze und so viel Sachen, die man eigentlich gar nicht in die Birne kriegen konnte. Ne? Und als die Mauer dann gebaut war, dann kriegt man das sowieso nicht mehr in den Kopf, also wie das existieren konnte. Ne? Auch die Nazi-Vergangenheit der Stadt, als Kind war für mich Berlin auf eine Art immer sozusagen eine Höllenvorstellung. Also wenn ich mir sozusagen als Kind die Hölle vorgestellt habe, dann hatte das irgendwas zu tun mit dem Hitlerbunker. So habe ich mir die Hölle vorgestellt. Und all das wollte ich natürlich in diesen Film reinbringen, weil es ist ja auch eine Anstrengung gewesen, in die eigene Kindheit zu gehen, nämlich dieses Land über diese Stadt zu verstehen, aus der Kindheit heraus. Ich habe also wirklich einen Versuch gemacht, Deutschland über Berlin irgendwie das, was ich als Kind immer gespürt habe, was ich von diesem Land eigentlich halte und denke, aber was sozusagen nie bewusst geworden ist, ne? Das wollte ich erzählen. Und eines dieser Themen habe ich über den Peter Volkhardt erzählt und über diesen Nazi-Film, den der Peter da macht. Anders habe ich mich nicht getraut in das Thema ran, also außer mit Statisten und mit darüber, dass es halt ein Film ist. Das hat eine gewisse Distanz geschaffen, dass man als die Engel also nicht in die Vergangenheit dieser Stadt reingereist sind, hätten sie ja machen können eigentlich, sondern dass sie ein Filmset besucht haben, wo also Nazis zu sehen waren. Anders habe ich irgendwie gedacht, komme ich da nicht ran. Den Bogen kriege ich sonst nicht. Es gibt noch einen Verweis auf die Bildergeschichte Berlins durch August Sander, oder? Oh ja, natürlich. Obwohl der natürlich nicht nur in Berlin fotografiert hat, aber auch. Und das ist natürlich noch eine Stufe davor. Also das ist sozusagen eine deutsche Geschichte aus den 20er Jahren noch, die über den Homer, unseren ewigen Erzählern, und über den August Sander in den Film reinkommt. Und auch da führte ja kein anderer Weg hin als über Dokumente. Wir haben ja sowohl die Fotos vom Sander benutzt, dann haben wir natürlich jede Menge Archivbilder benutzt, auch aus dem Fundus der Russen und der Amerikaner, die ja hier nach dem Krieg gedreht haben. Ist ja erstaunlich, wenn man sich das anguckt. Und ich habe eigentlich alles gesehen, was es heute noch zu sehen gibt, von amerikanischem und russischem Material. Dann guckt man sich an, das, was die Russen gedreht haben, das ist alles schwarz-weiß und das kommt einem alles ganz dokumentarisch vor. Da sieht man, wie die eine Straße nach der anderen einnehmen und am Schluss dann auf dem Reichstag die Fahne hissen. Und es sieht unglaublich dokumentarisch aus. Nur wenn man sich dann genau anguckt, merkt man, das kann eigentlich gar nicht sein. Die haben jetzt, also hier gibt es dieses Material, wie sie diese Straße eingenommen haben. Dann gibt es aber Material, das zeigt das Ganze nochmal von anderen Blickwinkeln. Und dann merkt man, dass die Russen einen Großteil ihrer Aufnahmen gestellt haben. Dass die also Sachen, ganze Straßen nochmal eingenommen haben, nur für die Kameras. Die haben also richtig gemogelt. Je tiefer man eindringt, umso mehr sieht man, dass die Russen das inszeniert haben für die Kamera. Und dann sieht man sich das amerikanische Material an und das ist in Farbe. Die haben also tatsächlich in Farbe gedreht. Und es sieht alles so aus, als ob es auf irgendeinem Studiogelände gemacht worden ist. Nur, wenn man sich dann richtig reinbohrt, sieht man, es ist absolut dokumentarisch. Es ist überhaupt nicht gelogen. Es ist wirklich 1:1 gedreht. Nur der erste Eindruck ist genau der entgegengesetzte. Man denkt, die Amerikaner haben völlig geflunkert, die haben das hier inszeniert, aber es war dokumentarisch. Die Russen, denkt man, haben ganz wahrheitsgetreu alles abgefilmt, aber sie haben es inszeniert. Das war eine tolle Erfahrung und ich habe auch versucht, das ein bisschen reinzubringen, also sowohl die russischen Bilder als auch die amerikanischen. Du widmest den Film drei großen Toten, und zwar Tarkovsky, Ozu und, das ist eigentlich der überraschende Name in dem Trio, Truffaut. Ich glaube, wer Tarkovsky Bildsprache kennt, der kann den Bogen zu Himmel über Berlin schlagen. Wer Ozu kennt und wer
deinen Film, deine Hommage an ihn kennt, wird den Bezug verstehen. Truffaut weniger, weil er leichter wirkt, weil er eher ein höheres Interesse an gesellschaftlichen Realitäten hatte in großen Teilen seines Werkes. Warum Truffaut? Eigentlich wegen der Zärtlichkeit, die er für seine Figuren gehabt hat. Und die größte Aufgabe, die ich in diesem Film hatte, war das Übersetzen des liebevollen Blicks der Engel in Kamera, Arbeit und Bilder. Also die haben ja wirklich die Menschen, das war die Hauptidee des Films, die Engel würden uns anders sehen können. Die würden uns so unendlich liebevoll sehen können, wie man das sich gar nicht vorstellen kann. Das war eine wunderbare Idee. Und ab dem ersten Drehtag war dann klar, wie könnte die Kamera das leisten, liebevoll zu gucken. Die Kamera guckt halt so, wie man sie hinstellt und sieht sie das. Und ich glaube, diese Arbeit, dieser Versuch, den Bildern einen liebevollen Blick zu geben, das habe ich über die Erinnerung an die Truffaut-Filme geschafft. Also ich glaube, dass ich dem Truffaut mehr verdanke als den anderen beiden Säulenheiligen, die ich da nenne, für diesen Film. Eigentlich man kann da gar keine großen Worte drüber machen, weil man kann es nicht beschreiben, was eigentlich los ist und wie man das beschreiben soll, was letzten Endes die Haltung des Blicks ausmacht. Ne? Kann man gar nicht sagen. Und das schulde ich dem Truffaut sehr viel und auch wiederum dem Henri Alecant, der, wenn man ihn kennengelernt hat oder kennt, ist ein sehr alter Mann jetzt, aber ein großes Kind. Wie viele Handwerker, die ja, wenn sie begeistert sind von ihrem Handwerk, in dieser Begeisterung eine Kindlichkeit behalten haben. Schuhmacher oder Schreiner sind ja irgendwie Kindsköpfe, wenn man so will. Und genau in dem Sinne war also der Henri ein Kindskopf hinter der Kamera und das hat dem Film so viel geholfen. Das hat uns wirklich ermöglicht, die Engel anders auf die Menschen gucken zu lassen. Truffaut und Henri Alecant.